Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass wir Frauen, wenn manchmal draußen voll heiß ist, wir voll bedeckt rumlaufen? Ganz ehrlich, manchmal ist es so scheiß ätzend, sich rasieren. Bei solchen Hosen schön die Knie, schön den Rundgang machen. Vergiss nicht die kleinen Löcher da unten. Solche Jeans haben wir sogar noch lieber, weil es ist nur eine Fläche. Trank, trank, trank. 10 Sekunden und wir sind durch. Geschlossene Jeans lieben wir, weil man muss gar nichts rasieren. Genau das gleiche zählt bei uns Frauen wegen der Schuhe. Wieso tragen wir so selten Sandalen? Weil die unbequem sind? Selbstverständlich nicht, weil sonst müssen wir auch diesen Teil rasieren. Genau das gleiche zählt bei den Pip-Toes. Wir müssen dann hier rasieren und sogar da, der vordere Teil vom Fuß, weil man sieht dann den Stück. Und die Haare wachsen sogar dort. Verdammte Scheiße. Bei Turnschuhe haben wir dieses Problem nicht? Ist doch super. Genau das gleiche zählt bei T-Shirts. Wir müssen den ganzen Arm und wir müssen hier rasieren. Und bei Tops ist noch schlimmer. Wir müssen sogar ein Stück von den Brüsten wegrasieren und sogar unter die Achseln müssen wir uns rasieren. Ätzend. Aber zum Beispiel bei so einem Pulli müssen wir gar nichts machen. Gar nichts. Schon haben wir ein Gesicht, das wir mit Make-up täglich restaurieren müssen. Unsere Haare müssen gemacht werden. Wir brauchen nicht unbedingt noch zusätzlichen Stress. Ich rasiere hier, ich drehe mich, nach einer Sekunde sind die Haare wieder da. Ich blinke einmal und die Haare sind wieder dort. Du guckst die Beine runter, du rasierst dir die Beine. Nach 5 Minuten sind die scheiß Haare an die Beine wieder da. Das gleiche zählt, wenn du kalt hast. Du rasierst dich total, du rasierst dich komplett. Du bist glatt wie eine Sau. Einfach glatt. Dir ist eine Sekunde kalt, du hast dann danach so, du hast solche Stöppeln. Riesige Haare, wo aus deinen scheiß Beinen rauskommen. Ist das lustig? Nein. Also, falls du mich irgendwann mal im Sommer unrasiert irgendwo siehst, versuch nicht zu mir zu kommen und sagen, oh mein Gott, deine Beine sind nicht richtig rasiert, weil, Bitch, ich war eigentlich rasiert. Aber dann entweder habe ich geblinkt oder ich habe ein bisschen kahl bekommen und diese Dreckshaare sind retour gekommen. Und ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, ich bin ein Mensch. Ah.